Los! Es hat halt immer noch das die Hälfte vom Leben. Jetzt kann ich mich wieder heilen. Und weiter. Jetzt gebe ich alles. Das scheint nicht so recht zu wirken. Limit. Jetzt wird abgerechnet. Selbst einem starken Mann wie Cloud haut so ein fetter Treffer aus den Socken. Los geht's. Kann wieder nicht heilen, ansonsten. Ein süßer Angriff. Verwandelt er die Arena in einen Friedhof der Kuscheltiere? Unglaubliche Wechselspiel aus perfekter Offensive und Defensive. Die ist halt einfach kaum Schaden bekommen hat. So aufregend ist das. Ja. Spannend. Au. Aber irgendwann wird die Kontrahenten das Glück verlassen. Oh, Fortnite-Update wurde installiert. Danke für die Information, PlayStation. Danke, Lizzie Bonita, für dein Follow und herzlich willkommen. Eine echte Zerreißprobe für die beiden Liebenden. Möbelkauf führt immer zum Streit. Nach diesem vernichtenden Inferno wird so, kaum noch was stehen. Los, los geht's. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt das doch gleich wieder... auf uns zugekrabbelt, oder? Ja. Mann, dieser Angriff hat ja die ganze Arena wackeln lassen. Ich komme halt einfach nicht da durch. Vielleicht muss ich die Arme erst platt machen. Wahrscheinlich sogar. Weil dann kann es sich ja nicht mehr bewegen, ne? Das Höllenhaus hat zum ersten Mal Besuch. Was im Inneren wohl für ein blutiges Bankett veranstaltet wird? Ich will's, glaube ich, gar nicht wissen. Danke auch, Schneechen, an dich für dein Follow. Ein unglaublicher Spezialangriff vom Höllenhaus! Oh, shit. Ich wollte gerade sagen, das sieht aus, als ob es irgendwie aufladen will zum Chargen oder so. Jetzt bestimmt. Ja. Greif doch den Arm an. Jetzt. Es ist vorbei. Widerstand ist zwecklos. Was? Die Tür ist es. Es hat dich gefressen. Ein Wunder! Die Flucht aus dem Höllenhaus ist gelungen, doch anscheinend nicht ganz unbeschadet. So, ein Limit auf den rechten Arm. Welche letzten Worte? Los! Im rechten Arm ist es los. Ich will auch so ein Haus haben. Nur bitte ein bisschen friedlicher. Oh. Überraschung! Die Barriere hat sich verändert. Welche diabolischen Pläne verfolgt das Haus wohl dieses Mal? Oh, ich muss ganz, ganz dringend. Das hat gerumst. Man könnte glatt meinen, da wäre ein Haus abgestürzt. Na sowas aber auch, das könnte eventuell vielleicht alles sogar zutreffen. Eilen! Oh, ich kann gerade wieder keine Fähigkeiten mehr nutzen. Das Höllenhaus ist wie gelähmt. Cloud und Aerith sind schockanfällig, aber ich kann gerade... Ihre Verteidigung ist lückenlos.
heftiger Schlag für Team Cloud und Aeris. So, wieder Cloud heilen. Ich würde jetzt... Ah, jetzt kann ich hier nicht auf den Arm gehen. Jetzt kann ich hier nur normal draufhauen. Wenn das so weitergeht, kennt uns das Publikum ein. Okay, jetzt chargest du durch die Gegend. Jetzt geht's in die Richtung. Und wo jetzt hin? Okay. Bisher haben Cloud und Aeris noch die Oberhand. Aber das kann sich jeden Augenblick ändern. Es bleibt spannend im Corneo Cup. Ich würde ganz gerne hier den Arm wieder platt machen, weiter. Nicht weggucken. Das Blatt im Netzhaus. Ich bin mir nämlich sehr, sehr sicher, dass wenn der Arm im Eimer ist, dass dann das Haus deutlich geschwächter ist. Das war's dann. So, der Arm ist kaputt. Das Höllenhaus will hoch hinaus und nimmt Kurs in Richtung. Nein, mein Limit ist verloren gegangen, weil das Haus in dem Moment in die Luft gestiegen ist. Oh, wie nervig ist das denn? Hi, Mathilda. Das Höllenhaus setzt zum Angriff an. Ob das Dream Team gleich unter ihm begraben wird? Mann, dieser Angriff hat ja die ganze Arena wackeln lassen. Ja, das haut schon ordentlich rein hier, das muss man schon sagen. Der Arm ist immer noch nicht platt. Team Cloud und Aeris nehmen in der Holzklasse Platz. Ein regelrechter Stuhlgang, der auch die beiden niederprasselt. Wie geht's? Ein regelrechter Stuhlgang, der auf die beiden niederprasselt? Jetzt wird's aber eklig hier. Okay. Die Falle ist zugeschnappt. Oh nee, das Haus hat mich schon wieder gefressen hier. Was ein Kampf, aber das Haus ist lustig. Ein unglaublicher Spezialangriff vom Höllenhaus! Es ist vorbei! Boah, was muss ich denn noch machen, damit das Haus mal irgendwann kaputt ist? Das scheint nicht so recht zu wirken. Nee, nicht so richtig. Ich würde ja gerne den anderen Arm mal kaputt machen. Das nenne ich Wohltätigkeit. Oh, da bin ich nicht rausgekommen diesmal. Selbstlosigkeit und Nächstenliebe. Aus dem Charge. Ich mache dem halt echt kaum Schaden. Los geht's. Alles im Griff. Oh, jetzt kommt wieder das, was so extrem viel Schaden macht. Von dem Anblick kann ich mich einfach nicht ansehen. Nächste Stuhlsalve. Die Kontrahenten blicken sich an. Wer hat den nächsten Zug des Gegners? Verdammt schmerzhaft! Ein heftiger Schlag für Team Cloud und Aeris. Ich will einfach den Arm endlich kaputt machen. Sehr gut. Na los, ihr beiden. Na endlich. Jetzt ist sie schockanfällig. Haut drauf, jawohl, geschockt. Jetzt müssen wir es platt machen, Aeris. Los, hau mit drauf. Und tschüss. Oh, jetzt ist es wieder. Aber ziemlich bescheiden, oder nicht? Warte mal, ich könnte vielleicht auch das. Es wird heiß! Das Problem ist halt, wenn es das Schild hat, dann kriegt es so gut wie gar keinen Schaden. Ja!
Wow. Mann, dieser Angriff hat ja die ganze Arena. Jetzt hat aber das Schild lassen. Nicht mehr aktiv, oder? Das war's dann. Oh doch, da ist das Schild wieder. Das braucht noch etwas mehr. Boah, hält das aus. Ein unglaublicher oh. Spezialangriff vom Höllen aus! Das war's dann. Wir haben es! Jemand fasziniert. Gefällt er dir? Da seid ihr ja. Ich hab euch schon gesucht. Ich soll euch eine Nachricht von Madame M überbringen. Gut gemacht. Kommt bei Gelegenheit in meinem Salon vorbei, lässt sie ausrichten. Übrigens, hättet ihr Interesse daran, demnächst wieder im Kolosseum zu kämpfen? So große Turniere wie das von heute sind selten, aber kleinere Kämpfe gibt es ständig. Corneus Kolosseum. In Corneus Kolosseum werden Tag und Nacht heftige Kämpfe ausgefochten. Wenn du dich in einem neuen Match beweisen willst, geh ins Untergeschoss und sprich dort mit dem Wärter. Während der Kämpfe im Kolosseum ist die Benutzung von Gegenständen untersagt. Jedoch werden TP und MP nach jedem Kampf in geringem Maße wiederhergestellt. Die Materia stehlen ist hier wirkungslos. Okay, also prinzipiell würde ich jetzt, glaube ich, ganz gerne am liebsten zu ihr gehen und schauen, dass wir... Oh. Vielleicht sollten wir dies... Ich glaube, wir haben jetzt hier einen ganz guten Stand. Also ich würde sie jetzt prinzipiell am liebsten direkt aufsuchen, dass wir das Kleid bekommen. Und dass wir tiefer helfen können. So. Jetzt bin ich echt gespannt, was Aerith für ein Kleid bekommt. Ah, ihr seid's. Das Kleid habe ich vorbereitet. Aber vorher würde ich kurz noch gern was klären. Hab gehört, dass du dieser Alleskönner bist. Also dafür, dass du dich einen Alleskönner nennst, hast du in Sektor 5 ja nicht viel zustande gebracht, mein Freund. Im Leben gibt's nichts geschenkt, Kinder. Was wir täglich tun, bestimmt letztendlich unseren Wert. Also, was das Kleid betrifft, werde ich sehen, was sich machen lässt. Aber Zeit ist Geld. Genug geplaudert. Das Kleid ist eine Leihgabe. Damit dürft ihr den Weihmarkt nicht verlassen. Seid ihr soweit? Dann sollten wir keine Zeit verschwenden. Gut Ding will bekanntlich Weile haben. Das gilt beim Ankleiden ganz besonders. Mal sehen, was machen wir mit dir in der Zwischenzeit? In weiblicher Begleitung muss man sich oftmals zurückhalten, nicht? Wie wär's, wenn du dich etwas amüsierst? Scheinst dich ja bei uns schon ganz gut eingelebt zu haben. Jetzt guck doch nicht so. Es erwartet hier keiner, dass du dich ganz alleine verlustierst.
Aber die Details regelt ihr Männer besser selbst. Ich habe Sam bereits Bescheid gesagt. Darum habe ich nie gebeten. Jetzt sei doch nicht so ein Hasenfuß. Das ist eine einmalige Chance. Sieh zu, dass du endlich ein richtiger Mann wirst und diese Memme zu Grabe trägst. Also dann, folge mir bitte, Eris. Wie das Kleid wohl aussieht? Bin mal gespannt. Mit einem Kleid allein ist es nicht getan. Nein, nein. Dein dilettantisches Make-up und die Frisur werden wir auch einer Frischzellenkur unterziehen. Wow! Gut, Cloud. Bis später. Es wird nicht gespannt. Okay, Abschied für kurze Zeit. Wo müssen wir jetzt hin? Wie geht's weiter? Jetzt bin ich mal gespannt. 80 Meter da hinten in die Richtung. Wo müssen wir denn hin? Da unten hin. Ich habe das Gefühl, dass dieser Sektor irgendwie ziemlich klein ist, verglichen mit anderen Sektoren, in denen wir schon waren. Aber... Gratuliere, Champ. Madame M. hat mir alles erzählt. Wo hast du denn deine Freundin gelassen? Ins Kolosseum schleppst du sie mit, aber abends darf sie sich nicht mit dir vergnügen. Hä? So wie du aussiehst, hat dir Madame M. schon tüchtig den Hintern versohlt, was? Du bist stark, das muss ich dir lassen. Aber irgendwie fehlt da noch was. Du hast noch einiges zu lernen. Weißt du, was ich meine? Nutz diese Gelegenheit, um dir einen Ruck zu geben. Entwickle dich weiter, als Mensch und als Mann. Kann nicht schaden, wenn du jemanden hast, den du beschützen willst, oder? In diesem Sinn, ich hätte da gerade etwas, um das du dich kümmern könntest. Wenn's mir die Wartezeit verkürzt. Na also, der Anfang ist getan. Ich glaub an dich. Du schaffst das schon. Brennende Schenkel, okay. Brennende Schenkel und atemlos durch die Nacht. Ja, dann wollen wir doch mal gucken, was sich dahinter verbirgt. Ja, ja. Atemlos durch die Nacht, bis der Cloud wieder erwacht. Die, 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 die. Wo müssen wir denn hin? Hier jetzt gleich links? Ja. Das ist sie, die legendäre. Na, was ein neues du? Gesicht. Oh! Was will die Bohnenstange denn Fitnessstudio hier? Nice, ich fühle mich zu Hause. Das Wichtigste ist. Cloud, willkommen im Fitnessstudio Mann, oh Mann. Ich hab dich schon erwartet. Ich bin Jinan, der Trainer. Tut mir leid, dich gleich damit zu überfallen, aber würdest du dich mit unseren Mitgliedern messen? Ernsthaft, Chef? Dem halben Hemdchen geht doch sicher sofort die Puste aus. Das sollten wir auf einen Versuch ankommen lassen. Oder, Cloud? Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ja, direkt schon. Ich würde sagen, direkt loslegen, oder? Lust auf einen Wettkampf bekommen? Kniebeugen-Duell Anfänger gegen Senwan antreten. Oha, Kniebeugen sind richtig fies. Weil Kniebeugen sind nicht nur sind nicht nur kraftmäßig, muskelbelastungstechnisch nicht schlecht, sondern auch noch kardiotechnisch. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns da erwartet. Ich sollte vielleicht noch drücken. Du willst dich mit einem Muskelpaket wie mir anlegen? Bist du dir wirklich sicher? Das wirst du bereuen, du Hungerhaken! Schluss mit dem Geschwätz. Der Wettkampf wird mit Kniebeugen entschieden. So ist das hier Brauch. Also, auf los geht's los! Bist du bereit? Okay.